Einst verdächtigt man ja Russland der gezielten Wahlmanipulation im sogenannten Westen. Überall hätten Putin und seine hinterhältigen Agenten die Finger im Spiel. In Deutschland hingegen braucht es nicht Russland, denn dort erledigt ausgerechnet die eigene öffentlich-rechtliche Propagandaorgel die Drecksarbeit. Ergeht sich in gezielten Meinungsterrorismus, spricht jegliche Objektivität, tarnt linke Aktivisten als einfache Bürger, negiert Fakten, verdreht die Wahrheit zur Unkenntlichkeit, ja, missbraucht selbst Kinder für die schändliche Agenda, schickt Provokateure vor und versucht mit allzu offen zur Schau gestellter tendenziöser Berichterstattung direkten Einfluss auf demokratische Wahlen zu nehmen. In Russland finden sich die Giftmischer der öffentlichen Meinung unter dem Dach des FSB, des gefürchteten Auslandsgeheimdienstes. In Deutschland sammeln sich die Manipulierer und Informationspuncher im gebührenfinanzierten Gut Eiderbichl für langgediente Politkommissare namens ARD, ZDF und WDR. Jeder Depp, der in der freien Wildbahn der Privatwirtschaft nicht unterkommt, aber zumindest ideologisch ins Konzept passt und gut lügen kann, bekommt einen warmen Platz hinter den Kameras und Mikrofonen, darf seine eigene halbseidene Meinung zum Besten geben, zur alleinigen Wahrheit erklären. Da bekommt der Begriff Staatsfernsehen eine ganz alte Bedeutung. Gut, die Deutschen haben ja spätestens seit Klumpfuß Josef und den neuzeitlichen Ablegern im DFF, der SED, der DDR eine exzellente Expertise vorzuweisen, wie man gezielt Massen steuert und manipuliert, wie man das Volk für blöd verkauft und dafür noch von eben diesem Geld kassiert. Da wird aus der brustschwachen Fälscher-Anni Annalena Baerbock, die weder Kenntnis über ihren Lebenslauf noch über die deutsche Sprache vorzuweisen hat, eine Kanzlerkandidatin, wird die Dilettantin als Herausforderin verkauft, ja in ein Triell geschickt, obwohl ihre Umfragen nicht einmal dazu ausreichen, in der Realschule hinter Sindelfingern Schulsprecherin zu werden. Da wird Olaf Scholz in die Höhe geschrieben und kein Wort über die abstrusen Ideen seiner Strippenzieher, der links-linken Schikaria Esken Kühnert, Schäbli, Borian und GenossInnen verloren. Da wird die AfD als Parlamentspartei gänzlich ausgeblendet, die FDP nicht einmal erwähnt. Denn was nicht sein darf, findet auch im Öffentlich-Rechtlichen und seinen Machenschaften nicht statt. Wie sagte der spanische Jesuit Alvarez einst, Nachrichten geschehen nicht, sie werden gemacht. Gäbe es keine Journalisten, so gäbe es auch keine Nachrichten, sondern nur Fakten.